Gabi Teichert, Geschichtslehrerin in Hessen, eine Patriotin. Das heißt, sie nimmt Anteil an allen Toten des Reiches. Knie geht einsam um die Welt. Es ist ein Knie, sonst nichts. Es ist kein Baum, es ist kein Zelt, es ist ein Knie, sonst nichts. Im Kriege ward einmal ein Mann erschossen um und um. Sein Knie allein blieb unverletzt, als wär es ein Heiligtum. Seitdem. Ein Knie geht einsam um die Welt, es ist ein Knie, sonst nichts. Es ist kein Baum, es ist kein Zelt, es ist ein Knie, sonst nichts. Es gibt einige Leute, die bestreiten, dass ein Knie reden und Stellung nehmen könnte. Nun, das ist durch die Tatsache widerlegt, dass ich ja hier rede. Ich bin das Knie, das übrig ist von Obergefreiten Wielands Bein oder Körper oder dem ganzen Mann, zu dem ich früher gehörte, bis er am 29. Januar 1943 in Stalingrad gefallen ist, im Nordkessel. Ich bin übrig und ich möchte einiges richtigstellen und durcheile die Welt und spreche zugleich für den ganzen Obergefreiten Wieland mit, denn niemand ist einfach nur tot, wenn er stirbt. So kann man uns nicht abschreiben, die Wünsche, die Beine, die vielen Gliederrippen, die Haut, die friert und eben, wenn nichts anderes übrig ist, als das Ich, das Knie, dann muss ich reden, reden, reden. Wenn ich schon nicht in dem üblichen Sinne lebe, als Stück eines ganzen Mannes, dieser als Stück eines Volks, dieses als Stück der Geschichte, der Tiere, der Natur, der Bäume, der Gärten und so weiter und so fort. Man soll sich daran gewöhnen, dass ich hier rede. Ich habe ein Anrecht dazu. Ich fordere nichts, weder dass man mir glaubt, noch dass es einen Sinn hat, was ich sage. Nur reden muss ich. Wenn jemand ein Recht hat, dann fordert er es nicht, sondern er kämpft darum. Ich wäre geschichtsorientiert. Das stimmt natürlich. Mir will die Geschichte nicht aus dem Kopf, dass ich noch Teil eines Ganzen wäre, wenn Obergefreiter Wieland, mein früherer Herr, noch Teil eines Ganzen wäre. Teil unseres schönen Deutschland. Und nicht in seinem Bunker?
Als deutsches Knie interessiere ich mich natürlich vor allem für deutsche Geschichte. Die Kaiser, die Bauern, Blüten, Bäume, Gehöfte, Wiesen, Pflanzen. Ich muss nämlich mal mit einem grundsätzlichen Missverständnis aufräumen, dass wir Toten nämlich irgendwie tot wären. Das ist die Wahrheit. Wir sind voller Protest und Energie. Wer will schon umkommen? Wir durcheilen, durchforschen die Geschichte. Wie kann ich der Geschichte, die uns alle umbringen wird, entkommen? Gabi Teichert hat festgestellt, dass das Ausgangsmaterial für den Geschichtsunterricht an den höheren Schulen Mängel aufweist. Es ist nämlich schwer, deutsche Geschichte in eine patriotische Fassung zu bringen. Dies ist das Hochhaus des Unternehmers Selmi. Eines Abends brennt es. Die Feuerwehrschläuche reichen nicht bis nach oben. Frankfurt Nord, 22 Uhr. Eine Pfütze hat eine Geschichte von 3 Tagen.
Aufs rum zu und zus rum auf. Ja, und das bedeutet? Das heißt, links rum raus und rechts rum reindrehen. Ich hätte gleich sagen können, wie umständlich. Drei qualifizierte Fachkräfte im Keller einer Fabrik, April 1945. Zwei Bombenentschärfer, ein Offizier. Jede Bombe, die am Boden liegt, könnten sie entschärfen. Das ist praktisch Linksgewinde. Spatte der Worte. Ja, also ein Gewinde andersrum. Pass auf, ich erkläre das. So rum, rechts rum ist zu und so rum, links rum ist auf. Normales Linksgewinde. Nein, solange das deutsche Reich besteht, werden Schrauben rechts gedreht. Genau. Und da das amerikanisch oder englisch ist, schraube die dieses Gewinde so raus. Ist das bei jeder Bombe so? Bei jeder Bombe. Ausgenommen, wenn es ein Langzeitzünder ist, der hat eine Ausbausperre. Und wenn man die rausdreht, dann zieht man den Zünder auseinander und dann explodiert er. Und das muss man halt wissen, wie das gemacht wird. Es ist zwar dasselbe, man darf nur nicht drehen. Ja, man darf nicht drehen, die müssen rausgebohrt werden. Ui, sie kommen von dort. Da sind es Engländer. Dann hätten wir Glück, 36% Fehler. Hier, Keller, willst du wissen, was da kommt? Ja, am Geräusch. Am Geräusch kannst du es da hören. Ist doch sowieso egal. Also ich sage, sie kommen von dort. Na, lass sie kommen. Vom Jahr von Sinnen und Namen ist eh egal. Da sind sie, das ist es doch. Ja, das Beste ist ja, wenn sie unten sind. Wenn sie unten liegen, dann ist es ganz einfach für uns. Bis zu rauchen, wenn wir die Zanze nehmen und rausschrauben. Ja, ihr müsst euch doch wissen, was für Modelle sich das hat. Ja, das sieht man dann doch. Dokumentarisch. Ein Mann mit Zigarette in 800 Meter Entfernung nachts. Seine Geschichte kann ich nicht wissen. Inszenierung. Diese Bomber sind nicht authentisch. Ich weiß nämlich nicht, ob es dieser Bomber war, dessen Bombe trifft. Ich weiß allerdings, er ist oben. Unten. Eine Frau, zwei Kinder, 1944. Herbst 1943. Der Totengräber Bischof sucht Schutz in einem frisch ausgehobenen Grab. Es wird viel Arbeit geben. Bischof stärkt sich durch ein Schläfchen. Thank you.
Diese Bomberpiloten sind von ihrem Einsatz zurückgekehrt. Sie haben von Deutschland nichts Bestimmtes erfahren. Sie haben lediglich das Land 18 Stunden lang fachkundig zerlegt. Jetzt fahren Sie in die Quartiere, schlafen. Wenn Gabi Teicher deutsche Geschichte unterrichtet, dann will sie auch an den Entscheidungen über diese Geschichte, so wie sie auf dieser Veranstaltung hier stattfinden, praktisch mitarbeiten. Sie muss versuchen, an Ort und Stelle auf die Delegierten einzuwirken. Als Strom aus Öl, als Strom aus Gas und wahrscheinlich auch als Strom aus Kernenergie. Diese höheren Kosten muss man tragen, wenn man sagt, wir setzen als erste Priorität Kohlestrom. Die muss man tragen. Man kann sich dann darüber unterhalten, ob über den Preis oder über steuerliche Ausgleiche. Das ist eine zweite Frage und regionale Gesichtspunkte spielen alles eine Rolle. Kann ich jetzt nochmal auf den Kern meiner Ansichten zurückkommen? Das Ausgangsmaterial für den Geschichtsunterricht in höheren Schulen ist nicht verbreitungswürdig. Und nicht, weil es keine bewegte deutsche Geschichte gegeben hat, sondern eben, weil sie so bewegt war, dass man sie nicht in einem positiven Sinne verbreiten kann. Das, was es ist, was ich dann verbreiten muss, da würden Sie auch versuchen, die Geschichte zu verändern. Mehr versuchen als bisher. Dass das Endprodukt von Geschichte eigentlich das ist, was das Ausgangsmaterial später im Geschichtsunterricht ist. Die Delegierten ihren Einfluss darauf so sehen. Sie glauben jetzt nicht, dass wir Einfluss auf die Delegierten haben könnten, aber ich glaube das. Ich glaube, wenn ich die Geschichte verändern kann, dann können die Delegierten sie auch verändern. Und wenn die sich mal klar vor Augen halten, dass alle ihre Beratungen und das Endprodukt der Geschichte, ja, das ist, was das Ausgangsmaterial im Geschichtsunterricht ausmacht. Ich erwarte jetzt von Ihnen, dass Sie das verbreiten und mir da helfen. Deswegen bin ich nicht hierher gekommen, weil hier eine Quelle ist. Ich bin Geschichtslehrerin. Ich bin hierher gekommen, weil ich die Geschichte mit Ihnen zusammen verändern möchte. Was halten Sie davon? Denn ich bin der Meinung, dass das Material für den Geschichtsunterricht für die höheren Schulen nicht positiv genug ist, weil unsere deutsche Geschichte auch nicht positiv genug ist. Und das möchte ich jetzt auf eine andere, ich möchte ein anderes Material kriegen, damit ich es verbreiten kann. Und hier auf diesem Parteitag möchten Sie dieses Material bekommen? Ja. Und haben Sie schon welches bekommen? Haben Sie also schon was gesammelt, was sich lohnt? Das Material kriege ich ja hier nicht. Hier müssen wir ja erst die Geschichte verändern. Ah,
Ah ja, sie ist die Geschichte verändern, damit wir auch ein anderes Material kriegen. Mhm. Und ich möchte jetzt, dass Sie mit mir zusammen, mit Ihnen auch zusammen, dass wir die Geschichte hier verändern müssen. Hier, jetzt direkt am Tisch. Dass wir auch heute wieder erleben müssen, dass ein Teil der Redner nicht mehr berücksichtigt werden können. Ich stelle deshalb den Antrag, dass von Anfang an die Rednerzeit auf 5 Minuten begrenzt wird. Das wäre auch gerechter gegenüber denen, die später reden. Spricht jemand gegen diesen Antrag? Formal dagegen, ohne zu reden. Dann müssen wir abstimmen. Böhm, westliches Westfalen. Ihm folgt Gerhard Benner, westliches Westfalen. Ich kann jetzt nicht dazu sprechen, Entschuldigung. Der Durchschnitt liegt jetzt bei 250 Silben. Man muss aber ungefähr 360 bis 400 Silben pro Minute schreiben können. Etwa 400, sagen wir mal. Welche Abweichungen meinen Sie? Bei Helmut Schmidt, ja, jede... Genossinnen und Genossen, ich wusste nicht, dass ich ja Erster bin, aber der Erste muss ja den Anfang machen. Ich hätte eigentlich Helmut Schmidt noch stundenlang zuhören können. So. Wir wissen alle, dass durch eine Zeitvorgabe... Eine neue Sozialdienstordnung liefern müssen wir vorbereiten. Wirklich vorbereiten. Das kann man nicht mit Schlagworten, das kann man nicht mit Computern, das kann man nicht mit, sagen wir mal, Strategie-Begriffen. Nein, da muss Tacheles geredet, da muss zur Sache gesprochen und erarbeitet werden. Und dieses Konzept muss der SPD sowohl eine langfristige und grundsätzliche Orientierung wie eine Sozialpolitik an die Hand geben, als auch konkrete programmatische Aussagen für den dann doch von denen, die es dann angeht, zu führenden Bundestagswahlkampf 1980 und die 9. Legislaturperiode enthalten. Am 13. Oktober hat der Parteivorstand beschlossen, diesem unseren hart erarbeiteten Programm haben wir eine andere Vorstellung von der Bedeutung von der Rolle der Demokratie, als es vorher nach den Programmen der Fall gewesen ist. Bleiben wir der historischen Aufgabe der Sozialdemokratie treu. Das Erbe, das wir zu treuen Händen erhalten haben, besteht nicht aus Thesen, sondern aus der Fähigkeit, solidarisch zu sein im Dienst an unserem Volk. Ich danke für die Geduld. Aber jetzt darf ich mal sagen, sind wir jetzt für den Geschichtsunterricht, sind wir bei Geschichtsbüchern? Ja, in den Geschichtsbüchern ist ja schließlich das Endprodukt von der Geschichte. Aber in Schulbüchern finde ich, dass wir dort mitzuarbeiten ein sehr gutes Institut haben, das übrigens wirklich viel tut. Und das ist das Braunschweiger Schulbuchinstitut. Westfalen hat aber Ja zur Kernenergie gesagt. Ja gut, aber alles Nein, also, geht ja um das Problem schneller Brüter. Da war ich ja auch in der Mehrheit. Aber kann man die Genehmigung überhaupt noch zurückholen? So, bei der Energiewirtschaft haben wir also vom westlichen Westfalen jetzt unsere Position verstärkt mit den Kohlekraftwerken. Das ist erstmal grundsätzlich. Da stehe ich sofort hin, da stehe ich voll hinter, will ich auch mittragen. So, warum muss ich mich dann gleichzeitig anbinden an die Kernenergie mit so einer schwachen Formulierung, mit der ganzen mittelfristigen und mit der wenigen Kontrolle? Ich bin wirklich, sag mal, insgesamt gespannt. Ich stimme sofort, wenn der einzeln wäre, der Antrag zu Kohlekraftwerken, würde ich mit beiden Händen ja stimmen, aber gegen die Kernenergie. Das ist jetzt die Frage dabei. Vielen Dank. Gegenprobe. Stimmenthaltung. Das erste war eindeutig die Mehrheit, dann ist so beschlossen. Wir kommen dann zur Ziffer 7. Es geht um die Kernkraftwerke. Unsere Anträge bis jetzt gelaufen, ja, wir erhoffen also, dass der Antrag jetzt durchkommt. Das ist der Initiativantrag 2.6, ne?
Nur hoffen wir, dass der also jetzt durchgesetzt wird und dass die Generaldebatte drüber. Der Vorstandsantrag dieses Kompromisses, den wir hier groß und breit diskutiert haben heute. Voraussetzung, dass dieser Antrag durchgeht. Und wenn der Antrag durchgeht, dann ist meines Erachtens die Schärfe aus dem Parteitag ist raus. Es geht einfach um die staatliche Verantwortung im Energiebereich. Das soll ganz klipp und klar reinkommen, damit auch das, was hier energiepolitisch beschlossen wird, damit es auch dann umgesetzt werden kann. Beim Durchgehen durch diese Anträge macht man es meistens so, man nimmt einen Leitantrag oder man macht einen im Parteivorstand, der das Thema möglichst abdeckt und sagt dann, damit sind die, die damit übereinstimmen, erledigt, aber auch die, die dagegen sind, die werden dann abgelehnt. Und so wird dann abgestimmt, sagen wir mal, über Antrag 100 und man sagt, damit sollen gleichzeitig die Anträge 103 bis 110, 120 bis 121 erledigt sein. Entschuldigung, das Kartenzeichen. Dies hier ist die Phase der Abstimmungsguillotine. Gabi Teich hat notiert. Seit 1000 Jahren ist die Obrigkeit so geordnet, dass ich über das, was ich will, nur abstimmen kann, wenn ich dem, was ich nicht will, ebenfalls zustimme. Das Stichwort dafür heißt Leitantrag. Läuft 4. Heißt das, dass die Diskussion um die Kernenergie innerhalb der SPD damit ausgestanden ist oder fängt sie erst richtig an? Nein. Wenn eine Partei 1,5 Jahre diskutiert hat und ein Bundesparteitag beschließt, dann muss dieser Mehrheitsbeschluss, wie auch immer er dann zustande gekommen ist, von allen Parteigliedern als Beschluss akzeptiert und dann in die Tat umgesetzt. Er hat nach dem Krieg ein ganz normales Leben geführt. Er war Parteisekretär und Landtagsabgeordneter. Ich möchte, dass ich die Ausgangs... Dass ich das Sie haben selbst an dem Kompromissantrag mitgewirkt, aber nicht mit unterschrieben. Wie verträgt sich das? Auf Vorschlag des Parteivorstandes habe ich mitgearbeitet, weil jeder sich bemühen soll. Was mir nicht weit genug geht, ist dann doch wiederum eine Öffnung, dass in begründeten Ausnahmefällen Neubauten möglich sind, auch ohne Kopplung an die erste Teilerrichtungsgenehmigung. Und ist das der Grund, die Petition noch ein bisschen zu verdeutlichen? Oder? Nicht ja, deswegen bin ich hier. Hätten wir einen klaren Parteitagsbeschluss gehabt, hätten wir auch Möglichkeiten gehabt und die Genossen hinten aus dem Kohlebereich haben es nochmal ganz klar bestätigt, dass jetzt verstärkt das eintreten wird, was bisher auch immer gelaufen ist, nämlich dass die Energieversorgungsunternehmen versuchen, eben auf Kernkraft zu machen und nicht die Kohle zu verstromen. Das ist das zentrale Problem. Andere Ansatzpunkte sehen als wir aus westlichen Westfalen, die überwiegende Mehrheit, bei der Ansicht, dass dieser Antrag gleichzeitig in Verbindung zu sehen ist mit dem Kohleantrag. Wenn man nicht die gleichen Instrumente schafft, um die Energieversorgungsunternehmen zwingt, die Kohle auch wirklich einzusetzen für Energie. Das heißt also, dass dieser Antrag eine weitgehende Maßnahme ist, um den ersten Antrag, der beschlossen worden ist, um die Kohle zu nutzen. Da nützt nämlich der erste Antrag überhaupt nichts, wo sich westliches Westfalen engagiert hat. Da bin ich sehr enttäuscht über das Abstimmungsverhalten hier der Mehrheit. Liebe Genossinnen und Genossen, eine Fraktion kann nicht aus 2 Fraktionen bestehen. Es kann nicht einmal die Mehrheit reden und dann anschließend die Minderheit reden. Es kann nur eine Fraktion geben. Jeder hat aber das Recht, dann seine persönliche Meinung zu sagen. Das ist aber seine persönliche Meinung und nicht gewissermaßen die einer 2. Fraktion innerhalb der Fraktion. Das müsste man hier mit aller Deutlichkeit sagen. Liebe Genossinnen und Genossen, in solchen Situationen besteht doch die Gefahr, dass die Grundlage des gemeinsamen Handelns gestört wird oder sogar die Gefahr besteht, dass sie zerstört wird, wie Herbert Wehner das deutlich gemacht hat. Genossinnen und Genossen, hüten wir uns vor solchen Übertreibungen und Schlagworten. Wir mehr und mehr in eine Gesellschaft kommen, in der nicht und in eine Parteisituation kommen, in der nicht mehr das Wir-Gefühl bestimmt ist.
Die menschlichen Wünsche sind vielgestaltig. Tempel der Zukunft, 16 vor Christus. Es war einmal ein eigensinniges Kind und das gefiel Gott und seiner Mutter nicht. Und so lag es bald auf dem Totenbettchen. Als es aber begraben war, streckte es nachts immer sein Händchen aus dem Grab hervor. Unsinniger Tod, 1813, zwei Tage nach der Kapitulation. An diesem Tage korrigiert Gabi Teichert Aufsatzhefte. Das heißt, sie schmeißt die Fehler raus. Sie ist dazu verpflichtet. Wenn doch die Fehler das Beste daran sind. Mein Name ist Steiner Bach, ich bin der Abteilungsleiter der Spielwarenabteilung dieses Hauses. Ich stelle Ihnen hier diese Dresspartner vor. Dresspartner aus diesem Grunde, weil die Kinder ihre alte Kleidung bei diesen Puppen wieder verwenden können. Und das ist der besondere Reiz der Dresspartner. Das beste Angebot ist diese Laufsingen- und Sprechpuppe hier. Für 49 Mark ist das eine ganz besondere Leistung.
Und wenn ich darauf hinweisen darf, dass diese gleiche Puppe vor 2 Jahren 59 Mark noch gekostet hat, kann man sagen, dass das wirklich etwas ganz Besonderes ist. Doch, die läuft frei. Nur weil sie einen leichten Lustal hat. Deshalb hatte ich... befindet sich zum größten Teil, die Einrichtungsabteilung. Was fehlt, sind Lampen, Elektroartikel. Hier oben sind Möbel, Bettwaren, Gardinen. Grundpfandbriefe, die jetzt herausgegeben werden, laufen bis 1998. Friedensforscher. Unter dem Boden der Stadt liegen verborgen Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg und Wertsachen, die dem Kaiser Augustus oder den Kelten gehörten. Früher waren das zum Beispiel Tassen, Krüge, Gebrauchsgegenstände, jetzt sind es Schätze. Das Museum für Frühgeschichte hat zu wenig Planstellen. Deshalb graben überall da, wo die Bagger den Stadtuntergrund zerwühlen, Privatleute, sogenannte Raubgräber, und bergen die Schätze der Geschichte. Wie tief kann man denn graben? 0 Meter seit einiger Zeit. 0 Meter, da kann ja gar nichts graben. Graben ist immer am Rande der Legalität. Ich grab doch schon seit 10 Jahren. Noch nie erwischt. Angezeigt, aber nicht erwischt. Und wissen Sie, was Ihnen blüht, wenn Sie erwischt werden? Was denn? 10.000, 15.000 Mark Strafe. Als Vorstrafe eingetragen. Verliere ich also meinen Dienst? Doch, das ist unbedingt. Ich komme.
komme ich überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Mit meinem Schlaf läuft alles umgekehrt. Das soll ja eigentlich so sein. Ich Flackerschlaf, Tiefschlaf, Traumphase. Aber bei mir ist es jetzt so, ich habe einen Tiefschlaf am Tage. Ich muss trotzdem die Augen offen halten. Wir müssen damit rechnen, dass wir uns in Zukunft viel stärker auf ein isoliertes Fach Geschichte einstellen. Und ehrlich gesagt, ich halte es auch für sehr vernünftig. Denn was Sie hier sagen, läuft doch im Grunde darauf hinaus, dem Schüler vorzumachen, alles, was in der Geschichte jemals passiert sei, habe direkt mit ihm zu tun. Da entstehen Hoffnungen, Utopien, Illusionen, die überhaupt nicht zu überbieten. Nein, ich will Ihnen sagen, warum nicht mehr zu überbieten. Entschuldigen Sie, Frau Kollegin, worauf es ankommt beim Geschichtsunterricht, ist nicht zu zeigen, dass alles mit dem Subjekt zu tun hat, mit dem einzelnen Schüler, sondern dass es Dinge gibt, die nichts mit ihm zu tun haben, dass er eine Relativierung seiner eigenen Erfahrungen hat, dass er also merkt, es geschehen Veränderungen, sicherlich. Aber bis etwas sich verändert, wie mühsam das ist. Eine konsequente Fortsetzung, jetzt will ich es mal hart formulieren, von Bismarck zu Hitler und jetzt lasse ich andere Namen weg. Das ist die konsequente Fortschreibung der Geschichte. Und Sie merken nicht, dass irgendwas anderes passieren muss, damit Geschichte anders aussieht. Die sogenannte Wahrheit in Geschichte ist ja immer die, die durch den gegenwärtigen Alltag hindurchgeht, durch das gegenwärtige Alltagsbewusstsein. Und da können wir sogar was von der Sowjetunion lernen, ja? Denn die schreibt ihre Geschichte nach ihrem gegenwärtigen Alltagsbedürfnis und schreibt sie dann eben auch um. Das finde ich zumindest konsequent. Also Frau Kollegin Teichert, ich muss mich eigentlich sehr wundern. Ich bin von Ihnen dauernd angesprochen worden, diesem Problem. Und Sie liegen auch allen Kollegen ständig im Ohr mit Ihren Interessen. Und Sie sagen hier kein einziges Wort in dieser Konferenz. Eines Morgens findet Gabi Teichert einen neuen Ansatz. Sie geht diesem Interesse sogleich nach. Ein Gedanke vielleicht, der hier angebracht werden sollte. Das Gefängnis des Fußes ist schon ein Begriff geworden. Das, was wir unseren Füßen antun im Schuh, den wir von klein auf tragen müssen. Wenn hier etwa die Hirnwindung ist, in dessen Bereich die motorischen Zellen liegen, also die Zellen, die die Befehle geben an die Organe, dann ist die Hand etwa so groß an dieser Stelle ausgebildet, dann kommt der Rumpf und dann haben wir hier einen Fuß, der im Verhältnis dazu vielleicht so groß nur noch ausgebildet ist. Das soll zeigen, wie viel feinere Funktionen heute die Hand hat und wie unterbewertet eigentlich der Fuß geworden ist. Wie spät ist denn? Ist ja schon ganz schön früh auf dem Bein. Zu den entlegensten Zeiten kommt neues Unterrichtsmaterial hinzu. Hier geht es zum Beispiel um Geschichte als die Geschichte der Körper. Sie werden zerstört oder nicht? Jawohl, Herr Oberschulrat. Sie können den Oberschulrat ruhig weglassen. Sie sollen lieber gehorchen. Es sind Klagen über Sie laut geworden. Welche denn? Sie haben Stunden ausfallen lassen. Sie treiben Nebendinge im Unterricht. Frau Teichert, Sie können sich nicht aufführen wie eine wilde Maus. Das Ministerium hat es mit einigen zigtausend Lehrern zu tun. Das gerät aus der Hand. Das läuft davon seit 1634. Sie unterrichten über den menschlichen Körperbau und im Lehrplan steht die Zeit um 800. Wozu erlassen wir Lehrpläne? Ich gebe mir Mühe. Ja, offenbar in der falschen Richtung. So geht das nicht. Ich werde mich bessern. Sie sind aufsässig. Thank you.
Am Sockel des Hauses. Gabi Teichert gibt sich Mühe. Meine Arbeitsmittel sind meine Augen. Ich bin an Erkenntnissen interessiert. Tagsüber bin ich beruflich tätig im Dezernat für Staatsschutz und politische Strafsachen. Im Moment observiere ich. Mein Amt füllt mich nicht aus. Der Schlaf kommt zu kurz. Deshalb bin ich weder im Beruf noch bei meinen Hobbys so richtig auf dem Damm. Ich bin unzufrieden. Fehlt Ihnen was? Stören Sie mich nicht bei der Arbeit. Ich bin jetzt hier unten. Wie bitte? Als Spanner müssen Sie entspannen. Wenn Sie als Spanner entspannt sind, können Sie tief blicken. Zum Beispiel diese Partie hier. Mangel an Schlaf? Nein. Ich arbeite zu viel. Gestatten Sie mir einen fachlichen Hinweis? Bitte. Wenn ich Ihren Beruf Tag und Nacht dabei zusammengenommen richtig verstanden habe, betreiben Sie Gegenwartsforschung. Ich würde es Wirklichkeitsforschung nennen. Ich bin Geschichtsforscher. Unsere Berufe sind verwandt. Für Gegenwartsforschung müssen Sie entspannt sein. Können vor Lachen. Ich bin immer aufgeregt. Sie machen einen Fehler. Sie binden Ihre Augen an. Tagsüber, wenn Sie Leute ausschnüffeln und nachts, wenn Sie sich auf Ihre perversen Sachen beschränken. Das stört die Gesamtschau. Wenn ich mich nun aber nicht entspannen kann, stecken Sie mal den Kopf zum Fenster raus, wenn Sie keinen haben. Machen Sie mal so. Als ob Sie kleine Aufnahmen machen würden mit der Kamera. Dann geht die Energie raus. Bei mir nicht. Das müssen Sie üben. Rom, August 1939. Fred Tacke und seine Frau Hildegard, geborene Gartmann. Es ist ihre erste Reise.
Deine Koffer holt der Fremdarbeiter. Erster September. Er muss zum Regiment. Viermal Urlaub, davon einmal 3 Tage lang. 7-mal fällt der Urlaub aus wegen eines Angriffs, zum Beispiel bei Charkow. Seit 1953 kommt Tacke aus russischer Kriegsgefangenschaft zurück. Jetzt sollen die zwei, das wird von ihnen erwartet, die Liebesgeschichte von August 1939 fortsetzen. Platz davon. 1979. Ein Fernseher für die Glückstombola im Bundeswehrcasino. Gib dem Mann mal was zu trinken. Ja, das ist gut aufgefallen, da gibst du mal was ein. Mach ihm das Glas voll. Doll. Ja, doll. Er kriegt auch was zu trinken. Also, wenn ich den gewinne, dann kaufe ich ihm auch los. So einen kleinen Apparat habe ich mir schon immer gewünscht. Dankeschön. Ja, Prost und schönen Dank. So ein Besorger wie Sie, den würden wir gleich einstellen. Ich kleide Sie ein und den Friseur besorge ich Sie auch noch. Ein Lied für Herrn Simon. Komm. Ja, los, ein Lied, schnell. Ein Lied, los. Macht ihr um mich doch bitte keine Sorgen. Ich bleib dir treu, das weißt du ganz genau. So wie es war, so ist's auch heute und morgen. Bei dir, ich bin doch deine Frau. Gehst du zurück an eines schönen Tages, dann sieht die Welt für uns ganz anders aus. Und ist es heut auch schwer für dich, ertrag es. Mir sagt mein Herz, du kommst bestimmt nach Haus und tust dich dann in meinen Armen. Bravo! Vor 14 Tagen haben wir eine ausgedehnte Konferenz gehabt, in der ich Ihnen den Erlass des Ministeriums klargemacht habe, wie ich glaubte. Und jetzt gehe ich heute durch das Lehrerzimmer und muss leider sehen, dass da Plakate dieser Art wie "So wie es ist, wird es nicht bleiben", Lieder und Prosa aus der DDR ohne meinen Stempel und Unterschrift hängt. Dann hier Rassel-Tribunal Vietnam,
Veranstaltung zur Vorbereitung des dritten internationalen Rassentribunals. Schauen Sie, ich sehe da nirgends meine Unterschrift und den Schulstempel. Hier geht es darum, dass ganz bestimmte Sachen auch an die Öffentlichkeit gebracht werden und auch an die Schulöffentlichkeit. Und ich bin der Meinung, dass die solcherlei Dinge gehören auch dazu. Herr Kollege, dieses Plakat, das ich noch nicht für das Schlimmste halte, das, gestatten Sie mir das drastische Wort, verscheißert eine der staatstragenden Parteien und benutzt außerdem in hinterhältiger Weise als Hintergrund unsere Farben. Und ich sage nochmals, mir ist durch Erlass bekannt, das Wort Berufsverbote gibt es nicht, selbst wenn es die Sache geben sollte. Ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren, wie Sie da geredet haben. Wie kommen Sie eigentlich dazu? Ich appelliere an Ihren Realitätssinn. Und diesen Realitätssinn beweise ich dadurch, dass ich zur Kenntnis nehme, was um mich herum geschieht. Das war vor 2 Jahren anders. Ich will Ihnen mal eins sagen, worum es hier geht. Wie das auf die Schüler wirkt, wie Ihr eigener Unterricht, Ihre pädagogischen Bemühungen auf diese Weise zunichte gemacht werden. Das ist Ihnen doch längst bekannt. Im Gegenteil, dadurch entsteht doch erst eine politische Diskussion, die wir alle wollen, die Sie auch selber wollen. Da muss ich doch sagen, das ist doch die reine Stimmungsmache, wenn ein paar harmlose Plakate damit in Zusammenhang gebracht wird, dass hier gleich das Chaos ausbreche, wenn es eigentlich um nichts anderes als um Informationsfreiheit geht. Harmlos? Ja. Harmlos? Das ist doch die reine Indoktrination. Harmlos? Aber ich bitte Sie doch, zeigen Sie doch mal. Dreifach. Das ist Manipulation, Herr Kollege. Dreifach hat das hier gehandelt. Bitte Sie, wenn Sie dieses Plakat hochhalten und Sie zeigen nicht, für welche Gelegenheit dieses Plakat gedacht ist, dann treiben Sie doch selbst eine Art von Manipulation. Dieses eine Plakat ist doch gedacht dafür. Wissen Sie überhaupt, wer Herr Rassel ist? Haben Sie sich schon überhaupt damit beschäftigt, welche Verdienste dieser Mann hat? Und jetzt versuchen Sie das auf diese Art und Weise hier da einzubeziehen? Weisen Sie doch mal das Indoktrinierende an diesem Plakat nach. Das Indoktrinierende ist die Tatsache, dass 3 dieser Plakate an deutlich sichtbarer Stelle gehangen haben und dass die hier angegriffene Staats- und Rechtsordnung nicht die Gelegenheit gehabt hat, sich zu verteidigen. Sie sind doch dabei. Die Herren Oberlehrer sprechen. Mit diesem Kaiser, dem Deutschland eine Zeit lang gehörte, hätte mindestens die hessische Landesgeschichte, das nimmt Gabi Teichert an, einen anderen Verlauf genommen. Zur gleichen Zeit wie dieser Kaiser haben die Märchenforscher Jakob und Wilhelm Grimm nach der deutschen Geschichte intensiv gegraben. Sie haben gegraben und die Märchen gefunden. Ihr Inhalt? Wie ein Volk über 800 Jahre an seinen Wünschen arbeitet. Sie haben gegraben und gegraben, sie haben die Märchen erforscht. Die Viehmännin, eine der Frauen, die die Märchen erzählt hat. Brüderchen und Schwesterchen. Brüderchen im tiefen See, wie tut mir doch das Herz so weh. Der Koch wetzt schon das Messer. Mein Lebtag gern Märchen gelesen und nicht gerade sehr geordnet und nicht sehr planmäßig, aber doch einfach nach Punkt für Punkt einzelne Märchen in Angriff zu nehmen, sie laut mit meiner Frau zusammen zu lesen und ihr dann eine Analyse ins Stenogramm zu diktieren. So haben wir also vielleicht bisher nur von etwa 30 Märchen eine sehr knappe Analyse unter juristischen Gesichtspunkten im Stenogramm. Ich will einfach auf diese Weise Material sammeln. Katze und Maus in Gesellschaft, Gesamturteil. Geschichte einer Gaunerei, besser gesagt der Begaunerung der Maus durch die Katze mit schließlich tödlichem Ausgang. Jetzt musst du weiter. Der Wolf und die 7 Geißlein. Das ist die Geschichte eines kuriosen Massenmordes mit einem kurios, günstigen und erfreulichen Ergebnis. Ich will ein Märchen nennen, wo rechtlich was drin ist. Das wäre das Märchen vom Tischlein deck dich. Da passiert juristisch furchtbar viel. Wenn Sie die Frage stellen, was mit dem Nachlass der Hexe in Hänsel und Gretel geschieht, sie wird ja kein Testament gemacht haben, wer ist dann der Erbe, dürfen die Kinder das Gold und die Silber, die Goldsachen und die Edelsteine mitnehmen?
Zweifellos gehört der Nachlass nicht Ihnen, sondern gehört den Angehörigen der Hexe. Und wenn sie keine hat, ist der Fiskus Erbe. Der arme Junge im Grab. Nein, ach, was haben Sie für schreckliche Titel? Das sind wohl Sagen oder Legenden? Nee. Hans Heckel, der ehemals oberste Beamte der hessischen Schulaufsicht. Als Sie Ministerialdirigent waren, was unterstand Ihnen? Das ist sozusagen die Koordinierung der Abteilungen. Dass der, zunächst mal war der Gedanke, die Schulabteilungen, die im hessischen Kultusministerium, das damals ziemlich disorganisiert war, als ich hineinkam, zu koordinieren. Und dann ergab sich daraus eine Koordinationsfunktion für das ganze Haus, vor allem dadurch, dass ich mit dem Kultusminister Schütte so freundschaftlich stand, dass er mich eigentlich wie eine Art persönlichen Referenten in gehobenster Form überall einsetzte und mich bat, Dinge zu übernehmen, die ihm im Augenblick zu viel waren. Und wenn Sie nach Dornröschen fragen, nach der 12. Fee, ja, das ist ein Bereich, der dann wiederum rechtlich nicht erfassbar ist, weil es sich um Wesen handelt, die außerhalb des Rechts stehen oder über dem Recht stehen oder jedenfalls also jenseits. Die hat ja doch die 12. Fee im Dornröschen wünscht dem Dornröschen, dass es von einer Spindel gestochen wird und stirbt. Oder jedenfalls dann tot daliegt. Und daraufhin kommt die 13. Fee und damit wird die Sache wieder geheilt in dem Märchen. Ein Märchen hat ja normalerweise gut auszugehen. Und die wünscht, dass es nicht auf Dauer tot bleibt, sondern nach 100 Jahren oder wie viel Jahren, wenn es erlöst werden kann durch einen Prinzen, der durch den Dornwald hindurchkommt. Ich meine, die 12. Fee können Sie juristisch als Mörderin ansehen, und zwar als Mörderin, nicht gerade als Schreibtischtäterin, aber doch sowas Ähnliches. Jedenfalls die mit Hilfe von bösen Wünschen jemanden tötet, aber das geht ja nicht. Und infolge des... Die 13., die macht die Sache wieder gut. In dem Märchen von den 7 Raben bekommt das Königspaar nach langen Jahren, nachdem es 7 Jungen hat, eine Tochter. Und der Vater ist, die sind so glücklich, dass daraufhin der Vater beschließt, die 7 Söhne zu töten, damit das ganze Königreich nachher von der Tochter geerbt wird. Das wird nun ganz erzählt in dem Stil eines Biedermeiers oder beziehungsweise eines Spätbarocks, dass die Eltern sich schrecklich freuen, endlich eine Tochter zu haben, die sich schon so lange gewünscht haben und daraufhin vor lauter Freude diese 7 Kinder töten wollen. Was ist das juristisch? Juristisch ist das gar nichts. Ich meine, der Vater hat eben die Patria Potestas und ist hier dieser König, absoluter Herr, und kann unbestraft seine Kinder umbringen. So ist das doch offenbar gedacht. Vor 1914 kosteten die Gänse in Schlesien 18 Pfennig.
Wer über die Märchen lacht, war nie in Not. Als Hamburg verbrannte, waren ihre Eltern verreist. Auch sonst hat sie die Geschichte nicht geschlagen. Wer sich Mühe gibt, hat Glück gehabt. Das Innere eines Menschen, der sich Mühe gibt, ist einer Fabrik, einer Werkstatt, einem Keller oder einer Hexenküche zu vergleichen. Erschießung deutscher Terroristen, Jugendliche darunter, sogenannte Werwölfe, im Frühjahr 1945. In einer Sandgrube unter der heißen Sommersonne wird das Urteil gemäß dem Kriegsrecht vollstreckt. Der Mann, Hauptmann Kurt Bruns aus Bad Kissingen. Er hatte den Befehl gegeben zur Erschießung von zwei amerikanischen Kriegsgefangenen. Dieser Busch steht bei Kaliningrad in der Sowjetunion, 45 Kilometer von der polnischen Grenze. Früher hieß diese Gegend Königsberg. Den Busch trifft das nicht. Haben Sie noch einen Vorstand?
Da kommt gar nicht zu. Kein Mikrofon. Mich von dir nicht Herr Vater nennen. Dann nenne ich dich Theo. Ich bin auch nicht dein Söhnchen, merkt ihr das? Ein für alle Mal oder dein Brüderchen. Ja, also entschuldige mal, dann bist du halt mein Erzeuger. Findest du das ist eine Frechheit, eine Unverschämtheit. Ich gut aus. Du hast überhaupt keinen Ton, wie du mit mir sprichst. Papa, du soll ich Pater, Papa nennen oder was willst du? Du sollst überhaupt einmal überlegen, Papa, wie du mich anzusprechen hast. Du sollst überhaupt deine Beziehungen und dein Verhältnis zu mir sprachlich und inhaltlich regeln. Herr Staatsanwalt, finden Sie das im Antrag besser oder was hier? Das finde ich sehr, sehr gut. Du willst mich nur provozieren, weil ich für dich arbeite. Ja, arbeite. Bringst du meine nicht, beruflichen Beziehungen noch ins Spiel? Mein lieber Freund, lass dir mal eines sagen. Definitionen sind die Summe von Begriffen. Und die Summe von Begriffen bezeichnen menschliche Verhältnisse. Und wenn wir zu keiner Definition, zu keinem Begriff unserer Beziehung kommen, kommen wir auch zu keinem Verhältnis. Oh, also merke das hier? Und halt deine lächerlichen Unverschämtheiten, mit denen du ständig wirklich rübertrittst, mit diesen Frechheiten, hör endlich mal auf und fange an, die Beziehungen und die Bezeichnungen zu mir zu versachlichen. Ich habe Krach mit meinem Sohn. Mein Sohn wird mein berufliches und privates Erbe nicht fortsetzen. Im Mittelalter gab es immer drei Generationen, zu Hause oder auf dem Acker. Die einen wurden ausgebildet, die anderen haben gearbeitet und die dritten wurden versorgt, um sich auf Sterben vorzubereiten. Mein Sohn wird mich im Alter nicht versorgen. Ich führe das auf den Einfluss seiner Lehrerin, Frau Teicher, zurück. Gabi Teichert ist selbstbewusst. Aber wie man die deutsche Geschichte in Unterrichtsstunden zu 45 Minuten verarbeitet, weiß sie nicht. Ich bin Staatsanwalt Theo Möcke. Finger weg! Stell dich das mal anständig vor. Ich bin Elternteil von Hanne Möcke, die in ihrer Klasse dem Unterricht nachgeht. Ich ersuche Sie dringend, darauf einzuwirken, dass Hanno mein Erbe, das in einer Generation erworben wird, endlich annimmt. Geht es um Geld oder um Möbel? Nein, um Erfahrungen und Ideen. Also, Sie haben aber eine eigenartige Vorstellung von der Arbeit eines Lehrers. Frau Teichert, unterschätzen Sie mich nicht. Ich halte Sie für eine verdächtige Person! In diesem Tod redet man nicht mit mir, Herr Staatsanwalt. Gehen Sie doch zum Elternbeirat. Dann hauen Sie Ihre Ohrfeigen selber an. Lassen Sie die Egel, bitte. Stopp.
Feuerlöscherkommandant Schönecke beim Angriff auf Opladen verletzt. Die Feuerlöschzüge werden bei Voralarm aus der Stadt herausgefahren und kehren noch während des Angriffs zurück. Wir löschen, sagt Schönecke, grundsätzlich alles, so wie es dasteht. Wenn es richtig ist, sagt Schönecke, dass die Löscherfahrung ein Spiegelbild des gegnerischen Angriffs sein muss, so ist die Ausbildung des Löschers radikal umzustellen. Das fängt mit dem Umbau der gesamten Gesellschaft, ihrer Bauweise, ihrer Menschen an, angefangen mit 6-jährigen Kindern, denen das ABC nichts gegen das Bomberkommando hilft. Frau Teichert, ich bin von der Klasse beauftragt, Sie als Klassensprecher darauf hinzuweisen, dass dieser Geschichtskursus, der einmal aus 30 Schülern bestand, inzwischen auf 7 Standfeste zusammengeschmolzen ist. Ich glaube, das ist Grund genug, einmal nachzudenken. Das von Ihnen vorgelegte Unterrichtsmaterial ist entweder zu viel oder zu wenig. Ihre Noten jedenfalls sind daran gemessen zu hart. Sie müssen sich mehr Mühe geben. Quälen Sie mich nicht. Ich bin magenkrank. Überarbeitet. Schweine! Feuer! Redefreiheit!
Verfahren das gehen. Bitte? Verfahren das gehen. Ich will wieder aufräumen hier. Wenn eine Fülle von 200, 250 Leuten kommt, dann ist das ungemein schwierig, die im Griff zu halten. Und ich meine, wenn wir den einen oder anderen rausziehen, und man kann ja nur punktuell einige rausziehen, dann führt es zu einer Eskalation, die kann ich nicht beantworten und vertreten. Und man muss ja nur auf das nächste Wochenende denken. Naja, ich denke jetzt gar nicht an das nächste Wochenende. Ich denke jetzt nur an das Wohlbefinden, an die Ordnung und die Gesundheit unserer Menschen, für die wir angetreten sind und wo wir die volle Verantwortung tragen müssen. Ich kann das nicht eskalieren lassen hier in diesem Haus. Ja, das war kein Affront gegen die Polizei. Ich meine, wir haben das nur noch mal abgesprochen. Wir wollen das Gute abwägen. Wir können uns ja nicht nur Rücksicht nehmen auf die 200 junge Menschen, die hier reingekommen sind, sondern darüber hinaus auf die 1000, die auch da sind. Was ist Ihre Funktion? Ich bin Ihr Geschäftsführer. Und worauf haben Sie sich gegenüber der Polizei gestützt? Ich habe das Hausrecht hier. So, je, wo ist denn? Die Warenangebote warten. Bombeneinschläge in der Ferne. War sie gerade mit dem Anziehen der Kinder fertig? Da schlagen Sprengbomben in den Luftschutzkeller des Hauses Nummer 9, Druckerei Koch, ins Haus Nummer 26, in das gegenüberliegende Haus Nummer 69. Die Eingangstür zum Gartenhäuschen bricht, ein Schwall Staub und Rauch. Sie fiel zu Boden, zwei Kinder in ihrer Nähe, das dritte rannte herein, klappte zu Boden. Sie dachte, sie sind in der Nähe. Es war also wenigstens so, dass Gerdas Truppe nicht in alle Winde auseinanderfetzte, sondern Hautberührung suchte. Jetzt machen wir einen Sprung und vielleicht liest du weiter, Anne. Bei oben, es war keine Zeit. Es war keine Zeit. Leitsätze einer Strategie von unten. Blauer Montag. Unterrichtsstoff, Gerda Bäte. Diese Frau liegt 1944 unter Bomben, will sich wehren. Die letzte Chance, sich gegen das Elend von 1944 zu wehren, war 1928. 1928 hätte sich Gerda Bäte mit anderen Frauen organisieren können. Ich kann nicht einfach nur Menschen organisieren, die dann so irgendwie Marionetten, inhaltslosen Marionetten machen. Das habe ich doch aber gerade gesagt. Ja, der Uli hat nur gesagt, also Organisation ist tatsächlich die Frage, man muss diese 20.000 Leute organisieren. Das kann ich aber erst, wenn ich diesen 20.000 Leuten Bewusstsein gegeben habe, dass sie wogegen kämpfen müssen. Ich habe mich auf den Text bezogen, um eine strategische Perspektive zu öffnen, wie sie sich Gerda Bäte am 8. April ihrer Deckung wünschte, hätten 70.000 Lehrer 20 Jahre lang arbeiten müssen. Das ist ganz klar. Und dann Frage der Organisation, wenn du das zusammenführst, das Bewusstsein hätte da sein müssen und auf diesem Bewusstsein hätte organisiert werden. Und das Bewusstsein ist ja zum Beispiel bei dieser Gerda da. Ja, das hat die Situation. Aber zu spät. Aber es ist entwickelt worden. Wir wollen nicht vergessen, dass die RAF in Hamburg 60.000 Menschen verbrannte. November 1944. Da wird über der Eifel die 5. Bomberflotte der RAF als die Gefahr dieser Nacht erkannt. Nach Abschuss von 5 britischen Viermotorien springt Dennerlein aus seiner stürzenden Maschine, bleibt aber am Leitwerk hängen, ritt also in die Tiefe. Feldwebel Detering, Scheinwerferbatterie Ölstrom, versuchte dem Kameraden zu helfen, indem er ihn beleuchtete. In 150 Meter Höhe komme ich frei.
Wenn man sich etwas ganz fest wünscht, geht es in Erfüllung. Strategie von oben. Gerda Bäte. Strategie von unten. Wenn man sich etwas ganz fest wünscht. Die Wünsche sind im 12. Jahrhundert etwas sehr Einfaches. Soldaten schrien auf uns zu. Wir hatten nichts mehr. Sie wollten was haben. Drum muss ich jetzt meine Grube graben. Verbrannt ist mein Feld, verbrannt mein Hab. Nun grabe ich mir das eigene Grab. Schon rufen die Kinder. Ich komme gleich. Herr, hilf mir in das Himmelreich. Die Rotte von oben. Hänschen Alberti, Werkzeugmaschinenbauer. Seine Arbeitsgruppe baute in 2 Wochen eine zerstörte Fabrik wieder auf, wenn Luftgau und Fabriksleitung 6 Monate veranschlachten. Das waren Alberti, Metzner, Pfemfert, Pfeiffer, Schäfer und Peter Kühne. Bäte kannte 1939 einen Mann von der Organisation Todt. Der sagte immer, alles ist eine Frage der Organisation. Er wollte nicht Autobahnen, sondern Kanäle bauen. Von der Nordsee über die Alpengipfel zur Adria fahren. Wir hatten das außerordentlich gut geplant. Man darf nur nicht der Verzweiflung anheimfallen. Das sind die Tunnel, durch die man in die Alpenkanäle hineinfährt. Ja. 18. Weil, Jahrhundert oder früher? Ja, nee, das 18. Jahrhundert, Mitte des 18. Jahrhunderts. Das ist interessant. Ja, 5, 6, 7. Wir haben dort. Oberschulrat Wedel sagt: Ich habe Frau Teichert schon mehrfach darauf hingewiesen, dass es ihr an Ordnungssinn mangelt. Darauf ließ sie sich dahingehend ein, es möge sein, dass es ihr an Ordnungssinn mangele, sie sei aber nicht kaltherzig.
Auf die weitere Vorhaltung, das sei doch konfus, wiederholte die Befragte, sie sei nicht kaltherzig. Vernunftgründen erschien sie nicht zugänglich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man irgendwelche Truppenverschiebungen machen kann bei dem Wetter. Ja, Franz, das ist völlig unmöglich. Ja, wie interpretieren Ihr Militärs? Das interessiert mich ja sehr. Wie interpretieren Ja, mit dem Wetter kann man keinen Krieg machen. Das ist unmöglich. Ja, ihr trennt also Krieg vom Wetter. Muss man. Autos von der Straße trennen. Da hätte ich hier die Autos, dort die Straße. Alles damit hätte ich das Klima dort, wo ich es bräuchte, und ich hätte die Welt geordnet. Alles würde ich in einer ganz bestimmten Zeit zusammenfassen. Damit hätte ich den Krieg konzentriert an einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Ich könnte ihn rationalisieren. Die Menschen wären auch relativ schnell des Krieges überflüssig. Theo, hör auf. Wenn alle Revolutionen an einem Brennpunkt stattfinden würden, würde die Welt fortschrittlich nach vorne kommen und dann wären wieder lange, schöne Zeiten, ruhige Zeiten, geordnete Zeiten des Friedens da. Man sollte auch dann die Konterrevolutionen bei Gott ordnen. Dann wäre einmal eine Konterrevolution eine große, einmal wäre wieder ein Rückschritt. Fortschritt und Rückschritt. Krieg und Frieden, alles hätte seine Ordnung. Man könnte überhaupt Zeit und Raum auseinander trennen. Dann hätte man endlich die Geschichte aufgelöst. Wir kämen nie auf die Endzeit. Wenn ich das Wetter an einer Stelle hätte, hätte ich freie Straßen an der anderen Stelle. Wenn ich die Autos an der einen Stelle hätte, das Wetter an der anderen Stelle, die Menschen dort hätte, hätte ich alles wohl geordnet in einem vernünftigen System, das rationalisierbar ist, das vernünftig ist und das einen wirklichen Fortschritt ermöglicht. Franzl, dass ihr Militärs das nicht begreift, ihr seid immer noch chaotisch ihr seid immer noch völlig chaotisch. Am absoluten Kältepol, minus 273 Grad, bewegt sich die Materie in größtmöglicher Ordnung. Wir untersuchen in diesem Laboratorium Phänomene im Nahbereich des absoluten Nullpunkts. Sie werden vertraut sein mit all den Phänomenen im Nahbereich Zimmertemperatur. Das ist um 300 Kelvin entfernt von dem, was wir den absoluten Nullpunkt der Temperatur nennen. Das sind also 300 Kelvin, die den Bereich des Lebens trennen von dem Bereich, in dem die Materie so gut geordnet ist, wie es also nur möglich ist. Sensoren für diese niedrigen Temperaturen haben wir nicht so ohne weiteres. Meine Haut fühlt genauso wie die jedes anderen nur Temperaturen oder Temperaturunterschiede im Bereich der Zimmertemperatur. Absolute Ruhe ist nicht gleichbedeutend mit dem absoluten Temperaturunterschied. Ursprung, das ist aus prinzipiellen Gründen gar nicht zu erreichen. Es bleibt eine Nullpunktsunruhe der Materie bestehen. Alles bleibt unruhig, selbst beim absoluten Nullpunkt. Es äußert sich etwa darin, dass also Helium flüssig bleibt. Im Winterfeldzug 1942 versuchten wir uns in den gefrorenen Steppenboden einzuhacken. Sprengungen mit Tellaminen ergaben flache Löcher. Die Rettungsboote für den Dritten Weltkrieg. Thank you.
durch den Riss gesprengt der Särge sie im Chor der Engel stehen. Wer steht da? Durch den Riss gesprengt der Särge sie im Chor der Engel stehen. Zu der tugendsteilen Hügel leitet sie des Dulders Bahn. Auf des Glaubens Sonnenberge sieht man ihre Funken wehen. Auf des Glaubens Sonnenberge sieht man ihre Funken wehen. Aus der Wahrheit Feuerspiegel lächelt sie den Forscher an. Silvester. Gabi Teichert erkundet den Wortlaut der dritten Strophe des Lieds An die Freude. Durch den Riss gesprengt der Berge sind im Chor der Engel stehen. Jetzt kommt der Freude sprudelt aus Pokalen. Brüder, fliegt von euren Sitzen, wenn der volle Römer kreist. Lasst den Schaum zum Himmel spritzen. Brüder, fliegt von euren Sitzen. Ja, ich finde es aber so makaber. Brüder, fliegt von euren Sitzen, wenn der volle Römer kreist. Was war das erste jetzt? Lasst den Schaum zum Himmel spritzen. Freude sprudelt aus Pokalen. Freude sprudelt aus Pokalen. Freude sprudelt. Muss ich immer an das Sprichwort denken? Freude sprudelt aus Pokalen. Weißt du, wo das immer heißt, wenn jemand so eine Klappe hat, ne? Dir muss man nochmal extra auf den Sarkenstein legen, damit deine Klappe zugeht. Lass den Schaum zum Himmel spritzen. Weil wir endlich mal den Freude sprudelt aus Pokalen. Hier gibt's doch nur Pokalen, wenn der volle Römer kreist. Der 6. Armee und des Großdeutschen Reiches möchte ich hier an dieser Stelle grundsätzlich Stellung nehmen. Wenn alle reden, will auch ich mich äußern. Einige Dinge sehen nämlich aus der Perspektive eines toten Knies doch etwas anders aus. Zum Beispiel Bismarck. Angeblich hat er Geschichte gemacht. Oft werde ich gefragt, woher ich das alles weiß. Nun, dass die bedruckten Buchstaben in den Bibliotheken etwas mit Geschichte zu tun hätten, das ist ein Irrtum. Die Geschichte sind wir, die Toten und die Totenteile. Jede Zelle eines Körpers, die nicht umkommen wollte, weist den Anfang des Abendlandes bis zu den Sternen hin und wie es einmal endet. Nur das zänkische Hirn weiß es nicht. So wissen wir toten Zellen eigentlich alles und haben außerdem Grund, es zu wissen. Die Wiederauferstehung der Toten nämlich, und wer wollte schon umkommen, setzt die gründlichsten Geschichtskenntnisse voraus. Im Grunde bin ich also Geschichtswissenschaftler. Ich bin von anderen toten Kollegen Vater der Genauigkeit genannt worden. Ich würde es gern genau sagen. Vielleicht kann ich es noch einmal vorführen, was ich meine. Ich möchte es so scharf wie möglich festhalten. Thank you.
Jetzt will auch noch die hessische Kultusverwaltung die Geschichte ganz abschaffen. Das Fach soll mit Geographie und Gemeinschaftskunde zum Fach Gesellschaftslehre zusammengelegt werden. Anarchie frisst an den Institutionen. Das BKA weiß warum. Weltkrieg noch 13 Jahre und 6 Wochen oder 2 Jahre und 11 Monate. Die meiste Zeit ist Gabi Teichert eher verwirrt. Das ist eine Frage des Zusammenhangs. Es ist Eile geboten. Sie ist eine Patriotin ihrer Arbeit, das heißt chronisch überlastet. Oft kann sie sich während des Unterrichts um die Schüler nicht kümmern. Dies hier war einmal mein Herr, Obergefreiter Wieland, 8 Jahre bevor er in Stalingrad umkam. Wollte leben, befand sich aber in der falschen Geschichte. Ist festzuhalten, dass ein Knie grundsätzlich vorwärts schreitet. Alle halben Meter einknicken und alle halben Meter straffen. Das über 2000 Kilometer bis Stalingrad. Dirigiert von einem zänkischen Gehirn, das ja jetzt im Nordkessel liegt und nichts mehr zu sagen hat. Man hat gesagt, dass ich zu oft das Wort grundsätzlich gebrauche. Das ist richtig. Das ist eine von mir übernommene Angewohnheit von Obergefreiten Wielands Hirn. Das sagte immer grundsätzlich, wenn es triezte. Ich selber habe keine Grundsätze, sondern den festen Willen zu überleben. Dahin zu eilen, mache meine Erfahrungen und nicht Grundsätze.
Man darf sich nicht daran halten, was ich so rede. Schließlich rede ich als Knie ja gar nicht, weil mir das Sprachorgan fehlt. Ich bin nicht die Kniescheibe und bin nicht die Kniekehle. Ich bin nicht der Unterschenkel und ich bin nicht der Oberschenkel. Die sind umgekommen, sondern das Dazwischen. Versuchen Sie einmal, einen Gegner zu finden oder einen Feind, der das Dazwischen zielsicher trifft. Was hat man alles über Hexen behauptet? Was wird man alles über Knie sagen? Als ob Knie dazu da wären, in den Krieg zu marschieren. Grundsätzlich sollen Knie nie ausschließlich straffen, wie hier, sondern sie sollen knicken und dann straffen. Dies hier ist die Göttin Lilith, eine ermordete Göttin, eine Tote wie ich. Das ist harte Materie, glauben Sie mir, das ist Geschichte, das ist nichts Gnädiges oder Weiches. Wir produzierten 8 Kilometer Front und zerdepperten mit unserer Artillerie die Gebeine der anderen. Dann wurden wir umgangen und arbeiteten uns 50 Kilometer nach rückwärts. Wenn wir aber schon daran sterben, so möchte ich doch wenigstens darauf beharren, dass es Arbeit war. Es ist Mühe und Arbeit gewesen, wenigstens für das Knie. Damit komme ich auf den Satz, was tun. Also die Nutzanwendung. Ich spreche als Knie. Hier die Nutzmöbel in der Wohnung Lenins. Was tun? Eine Köchin soll die Volksfrontregierung lenken. Ist nicht erprobt worden. Was tun? Massenhaft anstürmen als totes Knie oder sich verstellen? Die Veränderung aller Verhältnisse, das ist eine Wahrnehmung. Wenn diese Geschichte nicht wäre, nicht wäre. Wenn diese Geschichte nicht wäre, wäre bestimmt eine andere. Vom Standpunkt eines toten Knies muss man es negativ sagen. Nicht was tun, was tue ich, sondern was tue ich nicht. Wenn mein zänkisches Hirn sagt, tue das, so weiß ich, was ich nicht tue. Ich laufe nicht, sondern ich stolpere und so weiter. An dieser Stelle wollte ich noch etwas über den Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte 1944 sagen, aber das ist mir entfallen. Ich möchte es nochmal verständlich ausdrücken. Alcuin zum Beispiel sagt, Silentium in sacerdote pernicies est populi. Locri trägt seine Berechtigung nicht als beliebige Mitteilung in sich, sondern mit dem Ziel, das ihm innewohnt. Es ist Schlüssel zum Imperium Regni Celestis. Indem der Text Lingua als
Sklavem Celestis Imperii, das Officium Linguae, nämlich Loqui, nämlich Sprechen, demnach als Aufschließen jenes Reiches qualifiziert, ist zugleich eine weitere inhaltliche Bestimmung des Loqui gegeben, erodiere. Es wird nämlich die Rede später davon sein, in welcher Weise eruditio ad regnum Dei die eigentliche Aufgabe des geistlichen Amtes ist, desgleichen, wie diese Tätigkeit in ihrem Ziel, der Sapientia, zur Ruhe kommt, die als Erfüllung der eruditio zugleich den Zugang zum Imperium Regni Celestis ist. Eruditio bedeutet demnach inhaltlich einmal fidei rationis precepta Dei scire und diese sobria conversatione ostendere ea implere, der Doctor oder et Doctor Greges für docendo et amonendo. Sehen Sie, mein Obergefreiter Wieland konnte die Bildungskapitularien Karls des Großen nicht auswendig vortragen. Ich aber als totes Knie. Jedes Jahr wieder sieht Gabi Teicher zu Silvester 365 neue Tage vor sich, sodass Hoffnung besteht, das Ausgangsmaterial für den Geschichtsunterricht an den höheren Schulen im kommenden Jahr zu verbessern.